der 42 Treppen und sie stellen mich genau hier hin. Ja, und wir haben Weihnachten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Hogwarts. Briefs ist auch schon ganz außer sich da hinten. Eigentlich wollte ich euch ja erst beim Zielort wiederholen, aber es hat sich gerade hier alles so schön umdekoriert, seitdem wir das letzte Mal hier drin gewesen sind. Und das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Es sieht richtig, richtig toll aus. Oh, hier der ganze... Eieiei, die sehen ja auch mal richtig gut gemacht aus hier. Und die ganzen Bäume. Gut, den großen hätten sie auch noch schmücken können. Der wäre richtig cool gewesen, wenn das so ein riesiger Weihnachtsbaum gewesen wäre. Da hätten, ja gut, okay, die ganzen Schüler hätten sich da wahrscheinlich nicht treffen können, dafür sind es einfach zu viele. Aber sehr viele hätten sich auf jeden Fall in dem Innenhof treffen können, weil das sieht richtig schön aus. Hier wiederum ist es jetzt nicht mehr so festlich geschmückt, obwohl hier so ein bisschen grün, aber ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Ich glaube, das war vorher auch schon. Und hier ist auch wieder so ein schöner Weihnachtsbaum. Oh, ist das cool. Das heißt aber auch gleichzeitig, vermute ich... okay. Vermute ich jetzt mal, dass wir wahrscheinlich uns bald dem Ende nähern. Ich meine, die eine Seite erzählt was... was war denn das jetzt? War das doch oben? Oder musste ich hier runter? Ich musste hier runter. Die eine Seite erzählt was von einem Krieg, dem wir uns nähern. Die andere Seite, ja, was heißt Seite, ne? Also, wir müssen jetzt noch die dritte Prüfung machen. 3 ist ja eine heilige Zahl, also gehe ich davon aus, dass die dritte Prüfung die letzte sein wird, zumal das ja auch nur 3 Wandbilder sind. Also liegt das ja irgendwie nahe, dass das dann tatsächlich die letzte Prüfung ist. Und ja, dann die 4 Jahreszeiten halt, also beziehungsweise nicht Jahreszeiten, sondern, ja doch, im Endeffekt schon Jahreszeiten, ne? Aber... dass der Winter jetzt angebrochen ist, ganz offensichtlich. Das war meines Erachtens im letzten Teil noch nicht. Oder zumindest hatten wir es da noch, konnten wir es da noch nicht sehen. Boah, ich bin wirklich aufgeregt. Das heißt für mich wirklich, wir haben jetzt den letzten Teil, also quasi das letzte, das 4. Kapitel sozusagen, haben wir jetzt begonnen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin so richtig aufgeregt. Da sind sie. Ach nee, es gibt noch ein 4. Wandbild. Oh! Willkommen zurück. Es sind 4 Prüfungen anscheinend. Mist. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja. Ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts? Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde schon einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Okay. Nee, das ist der Raum der Wünsche. Moment, ist das noch nicht aktualisiert? Leute, ich brauche eine Aktualisierung meines Auftrages. Hallo? Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Okay, perfekt. Weil dann kann ich nämlich mal suchen, wo ich da hinporten muss. Ich hoffe mal, das ist nah dran. Ich wirst du nicht mit einem erwischen. Warum nicht? Oh nein, hier sind auch noch 2 Quests nebenbei, die ich noch machen muss. Oh, Entschuldigung, dass ich einfach durch dich durchgelaufen bin. Es tut mir leid. So, irgendwo hier in der Nähe müsste das sein. Warum ist jetzt hier eine Motte?
Warum ist hier eine Motte? Das finde ich nicht gut und nicht nett. Hier ist eine Motte. Rebellion. Aber... haben wir hier irgendwo... unten. Komme ich da direkt runter? Ist da eine Treppe? Ja. Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickel sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davon... Lumos. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Achso, komme ich gar nicht runter. Nein! Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Poppy. Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Okay. Ich bin nur gerade etwas verzweifelt. Das war jetzt gerade nicht Sebastian, oder? Der sah ihm gerade so zum Verwechseln ähnlich. Ich bin gerade nur etwas verzweifelt. Ich möchte gerne dieses Geheimnis hier noch eben machen. Hier. Da müsstest du hin. So. Bitteschön. Rebellio. Ja, cool. Haben wir doch wieder eine Handbuchseite. So lob ich mir das. Dann können wir auch direkt wieder nach oben. Es tut mir leid, Jungs. Ich kann leider gerade nichts für euch tun. Ich möchte aber auch die Nebenquests alle noch aufnehmen, wenn es soweit ist. Aber ich muss jetzt erstmal was anderes machen. Ich war gerade versucht, durch die Vorhänge durchzuknallen. Aber ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich glaube, ich sollte lieber so rein. So, Professor Fig, wir haben Neuigkeiten. Also ich habe Neuigkeiten. Ich darf wieder auf dich warten, war ja klar. Professor Fig, die Hüter haben mir den Ort der nächsten Prüfung gezeigt. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen, wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei der Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir... da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht, im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert die Zubereitung nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. Hm. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Nein, ich habe doch eine Demiguise-Statue im Hintergrund gesehen. Die muss ich noch machen. Mein Gott, sehe ich schlecht aus. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen Elf wegen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss also den Hauselfen des Schulleiters finden. Wir testen jetzt mal, wie logisch dieses Spiel ist. Ich würde gerne
Nacht machen. Ich kann es jetzt gerade gar nicht, ne? Ihr Schweine, ich kann keine Nacht machen. Boah, jetzt weiß ich einmal, wo diese blöde Statue ist. Werd nie wieder zu diesem Büro zurückfinden. Oh, ey. Es geht doch auf keine Kuhhaut hier. Jetzt bin ich das zweite Mal hier drin und das zweite Mal kann ich das Ding nicht holen. Das ist doch gemein. Das ist wirklich unter aller Sau, sag ich nur. Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Oh, es ist geil. Schicken Sie einfach einen Schüler. Und der wollte das ja eigentlich so schön geheim halten. Oh ja, ich kann den Kerl so gar nicht leiden. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Ach, er? Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt das eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Das ist geil. Oh nein. Oh, oh. Nein, mit dir will ich nicht sprechen. Professor, oder will ich mit dir sprechen? Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte tun Sie das. Ja, dann wird sie mich zumindest in Ruhe lassen. Das wäre unklug, ich weiß nicht. Ich würde meinen, Sie hätten etwas Besseres zu tun. Wo ist denn nur mein Elf? Guten Tag, Professor. Und ich habe Scrob in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Muss ich jetzt wieder zurück? Nee, was schwebt die denn hier in der Gegend rum? Ach so. Ich dachte, irgendwelche Fähnchen. Und haben wir ihn als Schulleiter verdient. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Ach ja, die macht den Job schon ganz gut, glaube ich. Es ist auf jeden Fall genauso ein Arsch wie ihr. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom, und Sie werden so unsichtbar wie diese neue Fünftklässlerin.
Sie ist nicht unsichtbar, Sir. Hab sie bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Ja, das hat er ja schon gesagt bekommen, wo mit er sein soll. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Nein, mit mir ist alles in Ordnung. Das kannst du laut sagen. Hier, das kannst du laut sagen. Hallo? Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann, dann traue... Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Oh. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Und ich vermisse ihn nicht. Ah, nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Sie steht total neben sich, weil sie Kompliment bekommen. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Mist. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Oh je. Oh je. So hart wie jeder andere Achso, Hauself. Ich dachte schon, ich muss eine Rede halten. Crow! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Etwas mit Stärke, genau. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha! Danke! Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Sehr gut. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Okay. Lauf! Versteck dich, während der Vielsafttrank nachlässt. Oh. Nein. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fig hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Das Vielsaftkomplott. Achso, ich muss erstmal warten. Sonst sagt er mir wieder nicht, wie ich da entlang gehen soll. Contringo! Lalala, gib mir den Bericht. Sehr schön. Ah, jetzt. Okay, betritt das Büro. Ich wollte gerade sagen, weil das kann ich mir jetzt
überhaupt nicht mehr ausdenken, wie ich mich hier überhaupt bewegen soll. Ich bin jetzt hier einmal quer durch das Gebäude gelaufen. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt bin. So. Ja, da hoch. Das ist aber ein schöner Name für den Titel von dieser Folge, das Vielsaft-Komplott. Ich finde das immer wieder klasse. Vor allen Dingen, wie lustig die das dann auch gemacht haben teilweise. Ich habe jetzt nur ein einziges Problem. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Zeit, weil wir sehr spät schon am Abend haben. Und ich würde aber doch gerne die nächsten zwei Sachen dann auch noch machen. Müssen wir jetzt hier runter? Nee, hoch. Okay. Ich wollte gerade sagen, runter wäre jetzt eigentlich unlogisch. Weil wir wollen ja ganz nach oben. Ich glaube, irgendwo mal gehört oder gelesen zu haben, dass es da wohl auch so eine Demi-Guise-Statue geben soll. Weil im Professor Figgs Büro, da komme ich nie wieder hin. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das jetzt gewesen ist. So, hier bin ich auf jeden Fall schon mal gewesen. Oder war das zum Astronomiebüro oder so? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich dann irgendwie oder vorab abbiegen. Boah, Hammer. Willst du mich veräppeln? Alter. Rebellion. Wo groß bist du denn? Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Nee, echt? Dass sie erhalten blieb, grenzt an ein Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Ja, eben. Deswegen. Achso, ich muss hier rein. Boah, was glitzert das hier alles? Ist das... Aua, das tut in den Augen weh. Ach, guck mal. Was haben wir denn hier noch? Hauselfrüstung. Hier ist Tag der Rüstung heute. Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt. Der wollte, dass sein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt, um zu erkennen, dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden könnte. In diesem Moment, in dem der Elf sie anlegte, disapparierte er... Und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ist das geil. Ist das geil. Das ist gut. So wie bei Harry Potter, der Teil mit der Socke. Aber das ist echt geil. Aber hat was, ne? Ich meine, klar, kann man als Kleidung ansehen, ne? Ist ja irgendwo Kleidung, die man dann anzieht. Oh, wo müssen wir jetzt noch alles hin? Oh mein. Halt. Was haben wir denn hier? Schloss auf Stufe 3. Oh, ihr Säck, es war so klar. Einmal kommt man hier an ein Schloss vorbei. Hallo, Homora. Dann kann man es nicht öffnen. Revelio. So, was haben wir denn hier? Waren wir hier nicht schon mal drin? Nein! Oh, das kann doch nicht sein. Ich habe total vergessen, die Sachen abzulegen. Ich raste hier aus. Das ist 90, das können wir nicht ablegen. Also zerstören, nicht ablegen. Oh, das sind fast 300, die ich jetzt hier weggeworfen habe. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja, springen wollte ich eigentlich nicht. Tasse Tee, sehr schön. Da ist auch noch was. Hoffentlich keine Klamotten. Nein, ach komm. Ist das euer Ernst? Wie viel Kleidung soll man denn jetzt hier noch finden? Ich mache noch einen Schal weg am besten. So, der sieht schön aus, aber den schmeißen wir weg. So. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder nur Schund. Schwarze Handschuhe. Ja, steht auf jeden Fall nicht drin, ob es besser oder schlechter ist. Scheint aber sonst nichts mehr drin zu sein. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Und dann hoffe ich, dass ich mal hier oben reinkomme. Beziehungsweise, dass es überhaupt hier oben ist. Nee, es ist noch nicht hier oben. Aber das sieht gut aus. Das ist von den Grünen. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Ja, Moment, Moment. Erstmal die Handbuchseite. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen möchte. Ja, das stimmt auch wieder. Okay, jetzt können wir es sagen. Toujours pur.
Ich dachte, ich muss hier irgendwie unbemerkt daran vorbeischleichen oder sowas. Aber okay. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Revelio. So ist es. Oh, noch cooler gemacht. Schlafende Porträts. Nicht alle Schulleiter und Schulleiterinnen genießen die täglichen Herausforderungen der Leitung einer Schule für Hexerei und Zauberei. Manche ziehen es vor, bei Möglichkeit ein wohlverdientes Nickerchen zu machen. Und in der Nase zu bohren, oder? Sieht zumindest so aus. So, Moment, bevor ich jetzt da reingehe, was haben wir denn hier? Natürlich wieder ein Schloss auf 3. Oh, da ist noch was, da ist Rebellion. Noch was. Bevor hier irgendwas getriggert wird oder so. Der sprechende Hut. Dieser verzauberte Hut wurde von den 4 Gründern von Hogwarts geschaffen, um die Schüler in eines der 4 Häuser der Schule einzuteilen. Mithilfe der Leglimentik kann der sprechende Hut in den Kopf des Trägers sehen und so dessen Gedanken und Fähigkeiten bestimmen. Und warum zur Hölle wolltest du mich dann nach Slytherin bringen? Boah. Nein. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Revelio. Die viele Kinder kennen. Das hört sich so nach der Geschichte von... hier von den... den Zauberstab, dem... Ich konnte das doch gerade noch nehmen. Kann ich das jetzt... Wieso ist das blau, aber ich kann es nicht nehmen? Hallo? Das kann ich aufheben. Kaufbeleg. Haarwasser, Bartwachs... Bindinum-Pomade kann mit Perlmuttgriff, Rückenkratzer mit Goldgriff, Dioxid nur zu einem sehr kleinen Teil bezahlt. Der ausstehende Betrag wird dem Ministerium Rechnung gestellt. Okay. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne... Das muss das Podest sein. Ich sehe hier irgendwo diese Statue. Oder vertue ich mich jetzt da? Das ist die... Oder ist das da unten? Nee, das ist ein Schloss. Oh, Moment. Ist doch eine Truhe. Die hätte ich jetzt übersehen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.